Nachgesagt und herzlich willkommen hier auf meinem Wetterkanal. Ich habe schon wieder so viele E-Mails und Nachrichten von euch bekommen, denn alle wollen nur eins wissen. Wie wird das Wetter denn eigentlich zu Ostern? Ja, da habe ich mal meine Wetterstatistik nachgeschaut und da hatten wir das bisher wärmste Osterfest im Jahr 2000. Am Ostersonntag gab es da deutschlandweit Werte um die 30 Grad. Naja, so warm wird es dieses Jahr zu Ostern in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Aber da beginnen wir erstmal am grünen Donnerstag und am Karfreitag mit vielen dicken Wolken, die über Mecklenburg-Vorpommern hängen. Und dann so Werte um die 12 Grad. Naja, aber besser wird es am Ostersamstag, da dann ziemlich warme Temperaturen schon um 15 Grad. Entlang der Ostseeküste, ja, alle Inselbewohner kennen das, bei See wird immer etwas frischer. Und der beste Tag wird tatsächlich dann der Ostersonntag. Da streben wir im Moment nach meinen Prognosen 18 Grad an. Auch da wieder für alle, die auf dem Fischland Dars, auf der Insel Rügen oder auf Usedom wohnen, da dann ein bisschen frischer durch den Seewind. Aber das sieht auch schon mal ganz gut aus. Das sind meine Osterprognosen. Das kann sich natürlich hier und da immer noch mal so ein bisschen verändern. Ich halte euch aber natürlich hier über das Osterwetter in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Laufenden. Also gerne hier den YouTube-Kanal abonnieren mit dem Daumen hoch und gerne einen Kommentar schreiben. Ich antworte gern.